Logbucheintrag Nummer 19 von Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Interforge. Das Schiff ist wieder hundertprozentig einsatzfähig. Wir warten nur noch auf Kontakt des Außenteams. Unsere Energiescanner haben in den oberen Höhlensystemen neben einigen undefinierten Lebensformen eine Energiesignatur aufgeschnappt, die uns sehr bekannt vorkommt. Wir hoffen, dass unser dritter Mann vom Außenteam sich bald zurückmelden kann. Ja, und damit sind wir wieder hier mit unserem Shadow. Der hier durch die Schatten schleichen muss. Was nicht ganz so einfach ist. Wir kommen nämlich gerade zu keiner anderen Deckung. Ist ja super. Der da hier ist ein Problem. Der sieht nämlich nichts. Okay. Also wenn wir Glück haben, sieht der nichts. Wenn wir den da runterschubsen gleich mit einem Powershot. Auch wenn wir jetzt gerade noch am Anfang sind, mache ich trotzdem schon mal sicherheitshalber Quick Save. Das Problem ist, der sieht alles andere. Und das ist ungut. Okay, ich habe den anderen alarmiert. Ist gut, dass ich einen Quicksave gemacht habe. Weil der andere hat gesehen, wie ich den runtergeballert habe, was nicht so gut war. Also der da hat's gesehen. Und der steht auch leider im Sichtfeld von dem Jungen. Den ich leider nicht ausschalten kann. So. Diesmal hat es keiner mitgekriegt. Ich wüsste, was ich machen könnte. Oh, bin ich blöd. Wo ist mein Black Screen? Fällt der da hinten auf? Nein, da fällt niemandem auf. Gut. So schnell weg. Der ist nämlich nur suspicious, also der ist auf Fragezeichen, aber das war's doch schon. Oh, was ist das hier? Also erstmal liegt da Energie rum, das finde ich okay. Das war nicht so gut. Ja. Okay, ich weiß aber jetzt, wie ich vorankomme. Also erstmal mit einem Smokescreen darüber. Wow, der hat mich kurzzeitig gesehen. Das war nicht so gut. Aber wohl nicht lang genug. So. Hm.
warten wir, bis das wieder aufgeladen ist. Und jetzt geht's darüber. Ihn hier könnte ich runterschießen. Okay, der ist noch mit Fragezeichen. Jetzt ist das Fragezeichen weg. Jetzt könnte ich auch safen. So, im Augenblick blickt keiner in meine Richtung. Jetzt hat doch einer in meine Richtung geblickt. Okay. Das war nicht so gut. Ach, der guckt ständig. Ah. So. So kommen wir hier auf jeden Fall raus aus dem seinen Blickwinkel. Können die Energie und alles einsammeln. Wir können mal kurz in den Charakter schauen. Concentration macht den Heavy Shot einfacher. Shadow Blade. Inner Shadow. Ja, das würde ich eigentlich erstmal gerne nehmen. So, danke. Weil das Chargen von ihm ist ja doch recht wichtig. Hat das einer mitgekriegt? Bis jetzt nicht. Okay. Gut, die Leiche ist auch runtergefallen. Das macht das Ganze einfacher für uns. Was eher das Problem ist, ist das Weiterkommen jetzt. Sag bloß, der Käfig ist Deckung. Ja, tatsächlich, im Käfig falle ich nicht auf. Ich sehe aber, dass da hinten noch einer rumlungert. Du siehst alles, das heißt, ich müsste dich eigentlich ausschalten. Nein. Smokescreen könnte ich werfen und ich könnte mich woanders hinschiften von hier aus, aber... Mehr bringt das im Augenblick auch nichts. Es ist halt die Frage, wenn ich dann Smokescreen hinwerfe. Ah, das war falsch. Ich wollte eigentlich ihn exekuten. Da wäre das nämlich nicht so aufgefallen, wenn ich den ausgeschaltet hätte. Okay, erstmal Smokescreen. Und dann wieder hier rein. Da hätte ich nämlich Ruf vor dem gehabt. Ja, weil da patrouilliert auch einer rum. Und da patrouilliert der rum. Und da hinten wäre halt der Ausgang. Yeah.
So. Okay, den kann ich jetzt auch exekuten. So. Ohne dass einer von den anderen was davon mitbekommt, kann ich dich... Nein, aber dich kann ich auf jeden Fall runterschießen. Ohne dass der andere es bemerkt. So. Weil die Energie hätte ich gerne noch. Und an die komme ich auch ran, wenn ich es geschickt anstelle. So. Problem ist nämlich der Kumpel da. So, ein Quicksave. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob der mich sieht. Doch, er hat mich gesehen. Nicht so gut. Nein. Gut, also ich muss den erst ausschalten. Sobald sein Kumpel umdreht und dann muss ich gucken, dass ich die Energie einsammle und mich schnell verdrücke. So, der ist weg und ich kann mich verziehen. So. Sehr schön. Ist ja einigermaßen gut gelaufen. Oh, wir haben schon das nächste Level erreicht. Gathering. Die Orte meiner Energiezellen und das Treffen mit dem Gefangenen waren keine Unfälle. Ich fühle, dass die Dunkelheit mich leitet. Ah, Teammanagement. Na, Gefangene. Thanks for asking, Miss Stranger. But there are only swamps and pirate camps around here. You'll never make it alone. We'd be happy to lead you out of here, but some of our friends are still in captivity. Free them, and we'll get out of this death trap together. Mm-hmm. Thanks for the offer. But I first have to find out what happened to my friends and our spaceship. I need to find my communication crystal. My friends saw some weird contraption in this camp. It may be what you're looking for. We'll wait for you here. Okay. Wir sind wieder im Einsatz und sammeln erstmal wieder einen Kristall auf. Dann können wir mal kurz gucken. Wir haben jetzt wieder einen Level-Up-Kristall und wir haben ziemlich viel Energie. Ja, ich spare mir jetzt erstmal die Energie auf. Das wäre zum Beispiel nicht schlecht. Shadow Backstep. Darauf zu sparen wäre auch sehr wichtig. Heavy Arrows ist jetzt nicht ganz so wichtig. Genauso wenig wie Rain of Arrows, finde ich. Das ist eher was für, wenn ich mein ganzes Team zusammen habe und meine Gruppe reinfeuere.
Shadowblade, das wäre wichtig. Nee, ich spare mir den Punkt mal auf. Entweder gehe ich auf Shadowblade, damit ich durch einen Gegner durchchargen und ihn dabei verschwinden lassen kann. Das ist sehr nice. Oder ich spare wirklich auf die 3 Punkte, dass ich das hier machen kann. Gut. Wo geht's jetzt weiter? Black screen near the edge of the cliff will allow me to use shadow shift into that cage. Ah. Okay. So viel dazu. Oh. Ach du meine Güte, da kommt eine ganze Piratenmeute an. Das sind jetzt wieder, glaube ich, solche Fischpiraten und nicht die Whistle-Piraten. Okay, das könnten wieder Whistle-Piraten sein. Oder es sind einfach beide Arten von Piraten. Was ist das für ein Ding da oben? Ich will es mal anschießen. Ah. Das erschafft einen natürlichen Smokescreen für mich, okay. Und führt mich zu einer etwas größeren Menge Energie. Und ja, hier sind. Ich habe ganz vergessen, hier sind ja Sümpfe. Das heißt, ich könnte theoretisch hier vielleicht Swamparbeiter finden und die auf die Piraten hetzen. Aber erstmal gucke ich, wie weit ich mit dem Dashen vorwärts komme hier. Ohne groß aufzufallen, so in den unsichtbar, in den kaputten Käfig. Den hätte ich assassinieren können, da. Da hinten, was ist denn da hinten alles? Deckung, eine Kartenmarkierung, die ich aufklären könnte. Und warum ist da unten im Sumpfwasser Energie? Ach ja, das ist ja eine Riesenpatrouille, die da immer an mir vorbeilatscht. Okay. Ich hoffe, ihr geht gleich weiter. Was ist das? Das kann ich anschießen. Hätte ich anschießen. Oh, die kommt zurück, die Patrouille.
Wow, das war... Hat mich keiner gesehen? Höchstens einer hat mich gehört. Okay, das Problem ist der Typ hier. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Gut, okay. Naja. Abschluss, Logbucheintrag Nummer 19, Captain Kirk Beard. Ja, die Energiesignatur, die wir geortet haben, verläuft sich innerhalb dieser ganzen Lebensform, die wir in den oberen Bereichen... Nein, mittlerweile hat sich die Energiesignatur in die unteren Bereiche der Höhle begeben. Und dort verläuft sie sich innerhalb der Lebensformen, die wir dort geortet haben. Wir können nur hoffen, dass es unser drittes Außenmitgliedsteam ist. Es würde zu ihm passen. In den Schatten zwischen den Feinden fühlt er sich nämlich immer am wohlsten. Kirk Beard Ende.